Herzlich willkommen zu einer neuen Delilux US Morning Ausgabe. Heute am Montag, dem 20. September 2021. Wir blicken zunächst auf den amerikanischen Dow Jones Index, beziehungsweise vielleicht noch gleich vorweg eine wichtige Information. Denn die Woche wird sehr spannend. Sie steht wahrhaftig im Zeichen der Notenbanken. Die Bank of Japan, die Bank of England und auch die amerikanische Notenbank Fed wird ihre nächste Leitzinsentscheidung verkünden. Gleichzeitig auch, natürlich stets die Pressekonferenzen, sehr entscheidend, die immer einen Blick in die Zukunft eben bieten, wie die geldmarktpolitische Ausrichtung der amerikanischen Notenbank gestaltet sein wird. Außerdem noch in dieser Woche das sogenannte FOMC-Sitzungsprotokoll. Auch hier ganz wichtig eben die zahlreichen Wirtschaftsdistrikte eben der Notenbank Fed geben hier eben auch ihre aktuellen Prognosen und Sichtweisen ab. Also auf jeden Fall wird es eine volatile Börsenwoche. Und die könnte auch volatil werden, weil wir hier vor gewissen Entscheidungen stehen. Mit Hinblick auf den amerikanischen Dow Jones Index nämlich, sehen wir, dass der Index ganz klar auf der orangenen Trendlinie aktuell tänzelt. Bricht man durch, Startschuss für eine größere Korrektur. Potenzial nach oben, eingedämmt eben durch horizontaler Widerstandslinie sowie 50-Tage-Linie. Also Sie sehen, es wird sehr spannend. Sollten sich die Bullen mal hier zu einem Angriff durchaus entscheiden, 500, 600 Punkte ja, mehr dürfte es jedoch im Idealfall dann schon wieder nicht sein. Um beim Nasdaq 100 Index geht es weiter, aber eben auch weiter nach Plan. Denn wie Sie wissen, 15,7 auf 15,180, das war die erste Prognose. Bislang passt es ganz gut ins Bild. 150 Punkte fehlen noch, dann hätten wir das Kursziel komplettiert, dann eine mögliche Gegenbewegung übergeordnet, weiteres Kursziel in Richtung von 14.000 und bis zu 600 Punkten. So die derzeitige Prognose bzw. Skizzierung meiner Analyse. Dann noch ein Blick auf Amazon. Ganz interessant weiterhin, denn Amazon tänzelt ja auch allerdings in Richtung eines Kurswiderstandes, nämlich der horizontalen Widerstandslinie bei ca. 3.550 US-Dollar. Wird diese geknackt? Ja, dann ist es sehr positiv. Letztendlich ist die Aktie noch immer strategisch gut aufgestellt, nämlich oberhalb der 200-Tage-Linie, die bei rund 3,3 als wichtige Kursunterstützung verläuft. Also warten wir es ab. Es wird auf jeden Fall spannend. In diesem Sinne einen guten Start in die neue Börsenwoche und bis später. Dann wieder natürlich auch mit dem Blick auf den DAX und einem DAX 30 Einzeltitel bzw. einem der Neuankömmlinge im DAX-Index, nämlich lassen Sie sich überraschen, also bis später.